So, vor allem haben wir auch wieder etwas gehört, wo wir eigentlich schon lange gedacht haben, dass wir wieder mal etwas machen könnten mit dieser Person. Ich rede von der Magdalena Martullo Blocher. Sie hat uns, ja, zur berechtigten Weise, sie hat uns in der letzten Woche etwas Interessantes wissen lassen. Schaut mal. Im Notfall ziehe ich das Amt in Betracht. Im absoluten Notfall heißt das, wird Martullo Blocher Bundesrat das Amt annehmen. Da sind wir natürlich wahnsinnig dankbar. Ja, das ist doch schön, dass sie sich aufopfert. Hat nicht schon auch ihre Papa, ja, der gute alte Blocher, hat er nicht schon mit dem gleichen Duktus geredet und gesagt, ja, wenn sonst niemand macht, mach's ich. Hm? Also, der winkelriert Pathos. Hm? Aber Magdalena Martullo Blocher, sie stoppt für eine neue Generation. Sie ist nicht ein Winkelried, sie ist auch nicht der neue Jesus. Nein, Frau Blocher ist... Sie haben bereits nach der Ankündigung im Bundeshaus die rote Telefon aufgestellt, dass Sie jederzeit im Notfall einer Blocher anrufen können. Emsman! Und unter dem Bundesrat haben Sie den Keller eingerichtet. Ja? Die Emsman-Höhle. Ja, dort steht Emsmobil. Die kann Martullo Blocher ablaufen. Über was nicht? Über einen Lift? Nein, natürlich über die Seven Sinking Steps. Martullo Blocher, wie ist sie dazu gekommen, Emsman zu werden? Ja? Was ist es, dass sie verstrahlt wurde, vom Meteorit getroffen? Nein, sie ist in der Ems-Chemie in einen Topf hineingefallen, in einen Topf voller Vitamin B. Emsman! Und wir fragen uns natürlich dabei, was ist ihre Superkraft? Sind es Laseraugen? Ja? Blitz aus den Fingern? Erdbeben? Nein, ihre Superkraft ist... Stutz! Können wir den Emsman brauchen oder nicht? Ich muss leider sagen, nein. Weil wir sind noch total bedient im Bundesrat, ja, im Augenblick, mit Parmelman. Und seine 50 fliegenden Landjäger. Ja, da müssen wir noch schauen, was wir genau ganz richtig mit denen anfangen könnten. Aber Martullo Blocher, nicht traurig sein. Wir haben einen Auftrag für Sie. Martullo Blocher, übernehmen Sie. Emsman!